Ja, mein Name ist Christian Bock. Ich bin erster Vorsitzender der 1. FC Hamburg Footkings e.V. Das ist ein eingetragener Footback-Verein. Wir haben uns 2004 gegründet. Damals auch als erster norddeutscher Verein. Was ist eigentlich Footback? Ja, Footback ist ja leider nicht so ein bekanntes Wort. Viele kennen diese Sportart unter dem Namen Hacky Sack, aber das ist ja ein patentierter Name, somit dann auch leider auch geschützt. Aber der Sport selber heißt Footback, eben auch Fußbeutel übersetzt und beinhaltet zwei hauptsächliche Disziplinen, und zwar das Footback-Netz und den Freestyle. Den Freestyle wird meistens mit einem sehr weichen Back gespielt, mit Sandfüllung, der auch sehr gut dann auf den Füßen landet. Somit kann man auch bessere Tricks sagen. Dann noch die nächste Disziplin, das ist der Netback, wird auf dem Badmintonfeld gespielt. Mit einer Netzhöhe von 1,55 Meter, wird aber allerdings mit einem sehr harten Ball gespielt. Diese Disziplin ist sehr schnell und daher muss der Ball auch sehr hart sein, damit er auch so schnell und so hart wie möglich auch ins gegnerische Feld gekickt wird. Dies ist wiederum unterteilt in einem Doppel oder Einzel. Einzel wird dann 1 gegen 1 gespielt, wobei eben zwei Ballberührungen unterhalb des Knies nur erlaubt sind. Und beim Doppel ist es so, dass da dreimal der Ball berührt werden darf, alles natürlich im Volley, aber immer im Wechsel. Ne? Aber das Wichtigste ist alles ein Foul, wenn man überhalb des Knies diesen Ball berührt. Und wie wird dann gezählt im Wettkampf? Also es ist meistens so, 2 Gewinnsätze bis 15. Und zwar ist es auch so, die Angabe wird diagonal dann auch in das gegnerische Feld dann gespielt. Aber es wird allerdings nur ein Punkt gewertet, der auch dann Aufschlag hat. Also bei einem Punktverlust wechselt der Aufschlag. So ähnlich wie beim Volleyball früher. Ne? Ihr spielt als Verein Footback.net? Hauptsächlich. Und wie läuft das genau ab? Also ihr trainiert immer regelmäßig und dann habt ihr Turniere oder wie funktioniert das? Also wir trainieren natürlich bei gutem Wetter so oft wie möglich, da ja jeder auch selber ehrgeizig ist, sich da auch zu verbessern. Im Winter ist es natürlich schwieriger, da suchen wir natürlich auch immer Partner, dass wir wenigstens noch eine Möglichkeit haben in der Halle. Aber im Sommer, also wenn es warm ist, daddeln wir meistens auch am Wochenende am Stadtpark. Den Ball spielen wir dann am häufigsten mit welcher Seite des Fußes? Meistens wird der Outside benutzt, das ist die beste Fläche. Der Inside wird eigentlich hauptsächlich, also weniger, vielleicht 30% genutzt. Footback, wo kommt das eigentlich her? Wo ist der Ursprung? Der Ursprung ist aus den USA. Da haben 1972, zwei Freunde, die hießen Mike Marshall und John Stahlberger, einen Zeitvertreib gesucht praktisch und haben sich dann einen Socken genommen und Reis reingefüllt und haben dann auch ein bisschen rumgekickt. 10 Jahre später ist das dann auch langsam nach Europa geschwappt und seitdem wächst die Community auch. Was fasziniert dich so an Footback oder was ist so das Besondere daran für dich? Also das Faszinierende finde ich einfach, dass es ein sehr günstiger Sport ist. Man braucht vielleicht ein paar Turnschuhe und natürlich diesen Bag, das reicht dann auch. Weil selbst wenn du auf den Bus wartest, ne, kannst du den Ball, den Bag dann aus der Tasche holen, dann kickst du ein bisschen rum und kannst dann auch trainieren ein bisschen. Man lernt ja eben auch gut Leute kennen, die gucken dann ja auch natürlich und wollen dann auch ein bisschen den Ball treten. Und ich denke mal, wenn man einmal damit anfängt, dann ist das auch wie eine Art Sucht. Man entwickelt einen eigenen Ehrgeiz und dann verbessert man sich dann auch. Die Hochburgen sind natürlich noch Kanada, USA, wobei Europa natürlich dann jetzt auch diesen Vorsprung dann auch nach und nach jährlich dann auch immer kleiner werden lässt. Also Deutschland ist schon sehr gut organisiert, Finnland ist sehr gut organisiert, die Tschechen, die Südeuropäer noch nicht wirklich so, aber im asiatischen Bereich ist in der Form auch noch nicht viel passiert. Wie ist Footback organisiert in Deutschland? Also der Hauptverband ist die German Footback Association, die auch jährlich die deutsche Meisterschaft veranstaltet. Die wird im Juli stattfinden in Leipzig. Und der Weltverband, das ist die IFPA, die International Football Player Association, die auch die Weltmeisterschaften vergibt und die Europameisterschaften.
the bubble man run the road. And me go so, give me the mic now. Burn them up because them get too high now. Give me the mic now. Me stop all the fuss and the fight now. Said that them just a burn the place, we burn it. Long time, them just a run the place, we run it. Long time, them just a done the place, we done it. Long time, put down the guns, you know about to no crime. Them hot like fire, but we act like lava. Computer care of them bad behavior.